Drehen kannst du es auch noch. Oh shit, das sind... Nein, das ist die Kombination, ne? Die brauchst du. Ach, du brauchst komplette Planetensystem. Ja gut, das war's dann an der Stelle mit dem Spiel. Okay, alles klar, ich bin raus. Ich bring noch mein Foto weg. Ah, andere Seite. Ich weiß nämlich den Spruch leider jetzt gerade nicht mehr. Wie du das merken konntest. Statue steht auch nicht da. Das ist schon mal sehr schön. Ist immer noch abgeschlossen. Alright, hier ist sauber. Hier fängt er immer so ein bisschen an zu lecken, als würde er irgendwas hier immer versuchen zu laden. Dann soll er mal aufhören. Da kann nichts bei Gutes rauskommen. Okay, hier ist aber safe, ne? Safe Space hier. Dann fehlt noch ein Bild. Sauber. Ein Bild fehlt noch. Die 43, also... Aber warte mal, kann ich das Brett nicht mit dem Hammer öffnen? Den ich nicht dabei habe, weil wegen... Weiß ich nicht. Weil Platzmangel und so. Boah, das ist ja ganz miese Nummer hier mit den Türen. Ist da irgendwas passiert? Nee, auch noch nicht. Warum? Die ist ja jetzt weg, ne? Gibt es hier irgendwas drin? Nein. Ich habe auch nichts für hier, glaube ich, mehr. Gib mir mal den Hammer. Ich muss mal einmal gucken, ob das mit dem Hammer funktioniert. Vielleicht ist nämlich da schon das letzte Bild drin. Dass das... Die Statue steht da. Ist mir aber egal. Ich gehe einfach weiter. Solange die nichts macht, bin ich cool mit der Statue. Versuche mich, glaube ich, nur so ein bisschen zu scannen. Nee, ich mach aktuell noch spontan alles. Noch ist alles spontan. Es geht mit dem Hammer nicht. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gibt es hier auch noch was? Nee, ne? Nee. Ich muss die Kombination haben, sonst bringt mir das alles nichts. Aber meistens ist es dann so von 20.30 Uhr bis dann 22 Uhr, vielleicht mal ein bisschen länger. Aktuell. Ich bin schon ein bisschen drüber. Aber ich würde auch gerne mal den Code wissen. Mars, Jupiter... Ach, Warte. Der Spruch. Wir fangen an mit der Sonne fangen wir an. Fang an mit der Sonne. Soll es die Sonne darstellen? Ja, ja, da unten kann ich draufdrücken, damit sich das dreht. Dann könnte das vielleicht die Sonne sein. I don't know. Oder ist es Merkur? Merkur, dann müsste Venus hierhin. Dann kommt der Mars. Dann der Jupiter. Und dann kommt Uranus und
Ach, sag mal. Neptun. Ist nur die Frage, wer ist. Dann muss der noch gedreht werden, ne? Nein, nein. Mars. Jupiter. Und nach der Erde kommt der Mars. Nee, dann passt das doch nicht. Der Mars muss so sein. Ach, das ist Jupiter, das ist der Saturn. So war das. Aber so müsste es richtig sein. Oder muss ich jetzt ein... Nee, okay. Oder ist das hier hinten doch falsch? Nee, da hinten ist auch. Wo habe ich denn jetzt den Fehler? Du fängst doch an mit dem Merkur, dann Venus. Das ist jetzt die Frage, ne? Ist das gar nicht der Mars? Ist das vielleicht Merkur? Weil wenn das Merkur ist, warte mal. Da muss ich die beiden tauschen. Warte, da steht's doch auch drauf. Was? So schnell bin ich nicht. Warte mal. Nicht so schnell. Merkur. Aha. Jetzt habe ich den wieder genau da reingepackt. Mann! So. So rum und so. Aha. So, wir fangen nämlich dann an mit dem Merkur. Dann kommt... Das kann doch auch nicht richtig sein. Ich habe es jetzt genau... Jetzt habe ich es... Ich werde bescheuert, welche. Ich werde hier wirklich bescheuert. Warte, nimm das wieder zurück. Der kommt hier rein. Und der kommt hier rein. So. Fängst du mit Merkur an. Dann kommt die Venus. Dann kommt die Erde. Dann kommt der Mars. Ich weiß es nicht. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und die beiden. Neptun und Uranus. Uranus kommt zu... jetzt hat er es eingepackt. Uranus kommt zu, kommt zuerst. Verstehe es nicht. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Das ist... Dann ist das doch... Ich habe es doch falsch rum gemacht. Das kommt da rein. Das ist aber doch das Gleiche. Habe ich das... Nee, Jupiter und Saturn. Ich weiß gar nichts mehr jetzt. Jupiter und Saturn. Uranus und Neptun. Erde. Merkur. Das Einzige, was nicht passt, ist halt... Das ist doch hier der Merkur. Nee, Jupiter und Mars ist das. Hast du jetzt was getan? Ja, sicher. Ich kann nichts mehr machen. Das ist der Merkur. Und das dann die Venus.
Und das ist die Erde. Ah. Ach, das hat sich nur das damit gedreht. Ach. Dafür aber gut, dass ich den Hammer nochmal eingepackt habe. Behalt die Nägel. Ah, das letzte Bild. Oh Mann, ey. Was ein Mist. Siehste, manchmal muss man doch lieber in der Schule aufpassen. Okay, letzte Bild. Bam. Sicherheitshalber nochmal ein Foto gemacht. Das ist Oma. 68 Jahre alt. Nimmst du mit. Oh, und eine Klappe. Die kann ich auch öffnen. Ah, ein Tagebuch? Nee. So, Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Is that blood? Ja. Er wollte nochmal quatschen. Okay. Aha, die Tür wird schon mal geöffnet, das ist gut. Das Geräusch finde ich aber nicht so stark. Okay, das finde ich auch nicht so toll. Wo ist denn die Tür? Auf hier. Jetzt komme ich. Aber mal ganz schnell aus dem Weg hier. Ich gehe nach oben. Da ist die Statue wieder. Die kann mich mal, die Statue. Das sage ich dir. Jetzt ist sie wieder weg. Und jetzt ist sie entweder... Nee. What the fuck is happening? Okay, nee, alles gut. Nee, absolut. Ich würde auch noch voll drin bleiben in dem Haus, wenn sowas passiert. Auf ganz entspannt würde ich auch irgendwelche Bilder hier an die Wände hängen. Man muss sagen, ja, das Spiel ist bis jetzt ganz gut. Nur halt total unlogisch, ne? Wer macht denn sowas? Wer hängt denn jetzt hier erstmal Bilder auf? Ja, super. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet? Naja. Okay, vielleicht jetzt die Wand. Nee. Ist doch die falsche Kombination, weil hier eine 10 stand. Aber er steht ja, hier steht ja drauf, dass er 5 Jahre alt ist. Hier ist er 5 Jahre alt. Auf dem Bild war, glaube ich, 38 oder so, kann das sein? Da weiß ich es nicht mehr. Die sind alle älter. Weil dann hing er schon richtig. Puh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Die Statue hat sich wieder bewegt. Hat die mir irgendwas gelassen oder so? Nee, auch nicht. Hm, aber der Fernseher ist auch wieder an. Mach aus hier den Humpen. 9 Uhr? Haben wir 9 Uhr? Kurz vorbei. Nee, doch nicht. Nee, ganz falsche Uhrzeit. Ja, mein Reden, Telefon, ne? Ja, komme. Ach ja, war mein Handy. Das war der Wecker, war das. Ich verstehe das Spiel nicht. Da wollte mich doch jemand abhalten davon, dass ich jetzt hier reingehe, oder? Hier ist auch nichts passiert. Da habe ich das rausgenommen. Und hier war nur noch die gruselige Uhr. Und das Büro mit der... Ah, mit dem Safe, natürlich. Ich kann jetzt nochmal ausprobieren. Und zwar... Nach... Rechts... Warte, erstmal wieder zurücksetzen.
Eins, zwei, drei, vier. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Passiert nichts. Oder meint er das so? 1, 2, 3, 4. Dann wieder zurück. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch nicht. Ich verstehe das sowieso mit dem Safe nicht, weil ich hänge ja an jeder Zahl, bleibe ich ja einmal kleben. Da war was. Kann aber auch im Haus gewesen sein, die Geräusche. Ganz merkwürdige Geschichte. Schade, 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 schade. Ja, und hier... Nee, das ist dann im Haus, die Geräusche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch nicht. Der rote ist es auch nicht. Machen wir ein Foto. Passiert nichts. Schade, dann nochmal hier vom Foto, auch nichts. Okay, hier ist es jetzt rot. Hier war immer schon rot. Ich bin verwirrt. Da wird es wahrscheinlich irgendwie ein Rätsel mit den Bildern geben. Dass sie jetzt doch nicht richtig hängen. Weil das mit den Symbolen einfach viel zu einfach ist. Oh, das ist neu, oder? Ich weiß es nicht. Schon immer hier so viele Pillen? Also die waren da schon immer, aber so hier auch? I don't know. Immer noch nicht so spät. Kleine süße Badezimmer. Na, hast du alles, was du brauchst. Wilde Anordnung auch hier. Ganz, ganz wilde Anordnung. Esszimmer, Küche... Aber hier kann ich, glaube ich, auch ja nichts mehr machen. In der Küche sowieso nicht. Und da komme ich dann nicht. Man kann ja auch die Tür hier zumachen. So, zack. Vorbei. Brauchst du nicht mehr. Küche ist abgeschlossen. Vor allem muss ich... Habe ich nicht noch den einen Schlüssel? Den habe ich noch. Da weiß ich nicht wofür. Ein Dreieckschlüssel. Ein Dreieckschlüssel. Natürlich. Der Dreieckschlüssel. Es gibt nur einen Ort, wo es ein Dreieck gibt. Das Dreieckschloss. Na klar. Passt. Das ist hier mein Ausgang. Ich brauche da noch was, was ich nicht erkenne, leider. Auch ein Dreieck. Ich brauche zwei Dreieckschlüssel. Kann ich nicht einfach den rausziehen und den unten reinpappen? Nee, ist auch... Nee, macht er nicht. Tja, also. Die Bilderrätsel noch. Dann habe ich hier immer noch das Code-Dingen hier. Da bin ich mal gespannt, wie ich... Oder wann ich auf den Code komme. Vielleicht durch diesen Bilderraum da oben auf dem Dachgeschoss. Die Statue ist auch wieder da. Freut mich. Wunderbar. Schön, dass du hier bist. Guck dir das mal an. Das ist gut gemacht, wie schnell die weg ist. Hätten sie jetzt etwas Gruseligeres genommen, so wie bei Mortuary Assistant, hier diese weiße Gestalt, die finde ich mega gruselig. Hätten sie die genommen, wäre das insane gut. Die Statue ist halt ein bisschen zu groß zum Erschrecken, ne? Hier noch irgendetwas? Nee. Ja, und da ist auch abgeschlossen, das ist fertig. Diet ist fertig. Okay, Badezimmer ist noch nicht fertig. Da ist immer noch die Toilette, die ich nicht öffnen kann. Auch mit dem Hammer nicht, ne? Mit der Schaufel ging es auch nicht. Da ist die Statue wieder. Guck mal, die ist freundlich wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Alles gut, alle sind happy, super. Ach geil. Weg ist er wieder. Vielleicht muss ich auch einfach nur die Statue suchen und finden.
Ich weiß es nicht. Nee, ich werde da oben Rätsel machen müssen. Und wahrscheinlich ist sie... Da ist sie wieder. Aha, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Ja, ja. Da warst du jetzt zu langsam. Wunderbar. Disco ist hier auch am Start. Super. Das ist echt gut gemacht, ey. Vor allem, wo will sie hin, die Stadt? Was hat die vor? Keller war, glaube ich, auch nichts mehr. Dann habe ich noch den Code jetzt hier. Wo ich nicht weiß, welcher es ist. Welcher es ist. Oder ich kriege ihn wirklich. Und das sind alles die Kombinationen, die schon ausprobiert worden sind. Oder der wurde so oft geändert. Aber dann wäre ja das letzte 7118. Das habe ich ja auch schon ausprobiert. Das ging ja auch nicht. 4238 auch, glaube ich, schon ausprobiert. 0299 auch. 0229. Minus 1. Nimm doch einfach die Schaufel. Du hast so eine Schaufel. Nimm doch einfach die Schaufel. Knack das Ding und fertig. So ein Mist. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel gefunden, das ist doch schon mal was. Und da ist er wieder. Das ist auch so eine harmlose, ne? Jetzt ist er. Oh, die verschwindet diesmal nicht. Warum verschwindest du nicht? Aha, okay. Ich habe nichts gesagt. Jetzt ist sie weg. Statue habe ich schon durchgespielt. Aber die haben ja auch von Gegnern gesprochen. Ich frage mich, was für Gegner? Die Statue? Die ist so harmlos. Ist eine harmlose. Absolut harmlose Statue. Tja, dann gibt es jetzt nur noch diesen Raum. Und den Code unten. Aber ich habe hier absolut keinen Plan. Und vor allem habe ich jetzt so viele Bilder auch gemacht. Ja, ich habe... Doch, habe ich doch mit, ne? Die Polaroids habe ich doch... Bei einem Grüß dich, wie geht's, wie steht's? Die müsste ich doch eigentlich... Ach, guck mal, die kann ich alle wegpacken. Da ist die Großmutter. Kann auch weg. Kann auch weg. Auch, 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 auch. Was jetzt? Das kann ich nicht wegschmeißen. Ach, da guck dir das an. Da wäre die Kombination gewesen. Nighty, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Da wäre die Kombination gewesen. Ich werde nicht mehr. Da hättest du gar nicht den... Ach. Hätte das ganze System gar nicht gebraucht. Oh, ist das belastend. Das ist jetzt wirklich belastend. Oh, nee. Guck mal, das ist eine rote Lampe da oben drüber. Deswegen so rot. Kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Ja, ja, ja. Ja. Das ist ein rotes Bildchen. Das behalte ich. Das kann auch weg. So, wir haben die 10, wir haben die 25, die 38, die 13. Wir haben die 38 plus 13. Das wäre das hier.
ist gleich, wo war das? 51. Plus, was steht da? Warte mal. Wo war das denn? Wo habe ich das Foto denn aufgenommen? 38 plus 13 ist 51. 10 plus 33 sind 43. Ja, das ging auch so, aber so wäre es wesentlich schneller und einfacher gewesen, ne? So blöd. Und hier habe ich jetzt aber kein Foto von der Lösung. Also ich habe echt wirklich... Wenn jetzt irgendwie das Alter von denen stimmen würde, ne? Aber er ist ja 5 Jahre alt. Sie war 68, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. 68 Jahre alt. 68 haben wir nirgendwo drauf. Oder die Zahlen müssen das ergeben. Aber der Junge ist doch keine 13. Ich dachte, da steht jemand. Dann wird's ganz wild. 13 plus 55. Das wird immer wilder hier, die ganze Geschichte. Das Ding, ne? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wahrscheinlich muss ich das vielleicht noch erst öffnen. Irgendwie. Was stand denn bei dir drauf? 56 steht da drauf. Zurück? Okay, die 56. Da ist die Statue. Ah, ist gut. Das ist gut, das ist gut. Aber Statue, ich hab... Jetzt ist sie wieder weg. 51 hätte ich. Die 56 kommt nicht vor. Der war 5. Und das ist ein Pfosten. Und 51, ne? Ne, 33. Und 33, 38. Aber ich weiß es nicht. Und die 43 haben wir auch noch dahin. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade will. Absolut nicht. 43. Wenn ich die Fotos hier vielleicht... Weil ich muss die Bilder fotografieren. Auch nicht, okay. Von der Form her stimmt es auf jeden Fall jetzt alles. Oder es ist schon irgendetwas passiert und offen gegangen oder so. Wo ich schon drin war. I don't know. Aber da passiert auch nichts. Da ist die Statue wieder. Die Statue ist müde. Die möchte auch mal schlafen. Aber keine Matratze für dich. Das sage ich dir. So, 43, die packe ich mir weg. Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Keine Idee. Absolut nicht. Dann ist noch hier immer noch das hier, wo ich einfach nur schwarz sehe. Und... Wahrscheinlich ist das Uhrenzimmer. Der war ja irgendwie Uhrenmacher, der Opa. Aber da kann ich leider auch nichts mitmachen. Die öffnet sich wahrscheinlich nämlich erst um 9. Im Keller war auch nichts mehr. Ich überlege gerade. Ich glaube, im Keller war nichts mehr. Ich komme zwar noch da durch, aber ich glaube, ich komme nicht nochmal zum Brunnen. Ah, hier traut die Statue sich nicht hin.
Doch, die Tür, die gibt es noch. Aber die ist abgeschlossen. Natürlich ist die abgeschlossen jetzt. Okay, die Tür gibt es noch. Ich dachte, die wäre verschwunden. Der Raum ist doch komplett fertig, ne? Nee, hier sind ja noch, ist noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Ich weiß halt nicht, ob ich alles öffnen muss. Das hatte ich schon. Und das war auch noch abgeschlossen, genau. Es sind noch zwei Sachen abgeschlossen. Hier war auch nichts mehr drin. Da unten drin auch nicht. Also bin ich hier auch noch nicht fertig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, hier wird's laggy, hier in dem Bereich immer. Wilde Kombination mit den Bildern irgendwie ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Vor allem die Rechnung, die siehst du ja auch gar nicht. Du hast hier die 43, 51. Du hast nirgendwo die 56 oder die 68, 63 war das, ne? 63 hattest du, glaube ich. Die habe ich irgendwo gesehen. Spielst du das auch, oder was? Ach so. Ja, ich bin schon komplett jetzt brain damaged. Habe ich jetzt richtig abbekommen. Aber wenn das so ist, wäre die Frage 68 minus 56. Kann ich nie rechnen. ja, Mathe. Also ist unlösbar, ne? Das Spiel ist unlösbar. Wenn das jetzt hier wirklich Mathe ist, ist es einfach unlösbar. 31? Ich habe einen Rechner. Und 5, ne? War das 5? Ich habe absolut keine Idee. Absolut nicht. Vielleicht ist es wirklich noch, dass hier etwas ist, was ich brauche. Oder das öffnet sich auch erst, wenn ich die Bilder am richtigen... Nee, ich glaube, die Mauer wird dann verschwinden. Die hau ich dann durch. Minus 3 bist du dann auch nicht dabei. Wären dann 12... Ja, dann kann, wenn wirklich die Mauer weggeht, dann kann sein, dass hier noch irgendwas ist, was man braucht. Wo ich dann den einen Code erst knacken muss. Aber das ist halt natürlich die Frage, ne? Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich den Code noch gar nicht knacken kann. Oder vielleicht auch das Ding, was im Safe ist. Das kann natürlich auch sein. Aber den Safe kriege ich nicht, kriege ich ja auch nicht offen. Das ist eine 4.
Das wird eine 4 sein. Aber das funktioniert nicht, die Kombination. 4 mal rechts und dann 8 mal links. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das habe ich auch schon ausprobiert. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, wie ich in den Raum komme. Achso, der ist ja ganz da hinten. Da ist die Statue wenigstens wieder. Wenigstens etwas. Etwas Schönes. Ja, Statue ist da. Ein 43. Das Einzige, was du ja noch hattest, waren die Fotos hier. Mach mal. So, 43. Da hing der Junge. Das ist die 10. 10 plus 5. Vielleicht 15. Ne, der kommt ja gar nicht dahin. Der hängt ja da gar nicht, sondern sie hängt da. Die war 68, glaube ich. Wärst du bei 78. Bei der 25 hängt der Vater mit 33. 58. Da hängt der Junge mit der 5. Das wären die 43. Aber die haben ja auch noch alle ihre Zahlen, ne? Achtunddreißig plus die 13 gleich 51. Die 51. Warte mal, wo sehe ich das ein bisschen besser? Habe ich das nirgendwo? Die 10 plus die 33 ergibt 43. Ja, das hatte ich ja gerade schon. Aber die 10 minus von dem Vater 33 passt auch nicht. Die hing bei der Großmutter mit 68, wenn mich nicht alles täuscht. Und vorher hing ja der Junge da. Mit 5 Jahren. Weil die 25 zum Beispiel, die kommt ja überhaupt nirgendwo vor. Statue ist auch wieder weg. Huch, 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 huch. 50. Oder war das... Ne, 6. Wie alt war die eine denn nochmal? Also er war 33. Er war 5. Was waren bei der 33? Nimm das mal mit. Da war die 25, genau. Schade, dass ich mich nicht hinknien kann und mal sehen kann. Da ist die 10 plus die 33. Das hatte ich gerade auch schon gesagt. Die 56 minus die 33. Holy shit. Die 56 minus die 33. Das ist die 33. Jetzt wollte ich die 56. Aber dann muss ich ja trotzdem wissen, an welchem Ort. Das wäre die 56.
Das heißt, der Junge würde wegkommen. Und sie würde hier hinkommen. Ist halt die Frage, wie ist die Rechnung? Das hat Knack gemacht, ne? Macht das auch so Knack? Nee. Nee, warte mal. Du musst es ja dann sowieso andersherum machen, ne? Du müsstest ja den Jungen hier hinpacken dann. Und sie hier hin. Ja, jetzt hast du mich aber wirklich mal erwischt. Und die 33 müsste dann... Statue. Ach, jetzt ist sie weg. Schade, ich wollte gerade was fragen. Mann. Okay, das klappt auch nicht. Oder ist das gegenüber gemeint? I don't know. Aber dann wäre es ja richtig gewesen. Gegenüber. Wir wollen unsere Gehirne quälen hier auf einem Samstagabend. Auf jeden Fall. Also ganz wilde Nummer ist das hier. Eine ganz, ganz wilde Nummer. Ein 33. Ja, ich glaube, es ist auch einfach schon viel zu spät. Eieiei. Ich glaube, ich werde das nächste Mal nochmal versuchen. Mit einem klareren Kopf. Hoffentlich fällt mir noch irgendwas ein, was ich da machen kann. Und wenn nicht, Riesenproblem. Riesenproblem, Riesenproblem. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwo... Jetzt hatte keinen Kopf mehr oder was? Ah nee, das ist nur mit dem Schatten. Ich gehe mal zum Safe. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie speichern kann oder so. Aber das Spiel speichert automatisch, hoffe ich. Sonst wäre mies. Aber ich bleibe sonst hier noch 5 Stunden da oben auf dem Dachbogen hängen. Ne? So, ich würde sagen, das war's. Ich wollte gar nicht so lange leider machen heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wenn alles gut ist, gut läuft, mache ich morgen weiter. Und ich hoffe, das kriegen wir dann auch durch. Sonst wird es riesig schwierig. Also, das kann ja noch Stunden gehen sonst. Ich rätsel dann noch Stunden weiter. Mal gucken. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Und sage, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.